Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Trine Enchanted Edition. Ja, wir spielen Trine, einen wilden Genre-Mix aus Action-Puzzler mit Roleplay-Elementen und Plattform-Elementen, alles einmal wild durcheinander gewürfelt. Ursprünglich ein relativ altes Spiel, 2009 zum ersten Mal erschienen für Windows und ich glaube die PS3. Und jetzt in der Enchanted Edition kam es dann 2014 nochmal, also immer noch relativ alt, alter 8 Jahre. Holy shit. Crazy. Egal. Es sieht jedenfalls grafisch super, super cool aus. Ich mag diesen Look extrem. Und das ist tatsächlich auch das, was mich eigentlich ursprünglich zu diesem Spiel hingezogen hat. Das habe ich das Menü schon aufgemacht. Ich weiß nicht, kann ich hier nochmal raus? Nee. Naja, jetzt sieht man die Grafik leider nicht mehr so schön. Wir sehen sie gleich in-game, gar kein Problem. Ja, Musik und Grafik haben irgendwie was sehr Magisches an sich. Und ich hoffe mal, das Gameplay sagt mir zu. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich habe es noch nie gespielt. Wir werden das jetzt zum ersten Mal hier erleben. Es gibt einen zweiten, dritten und vierten Teil zu diesem Spiel. Ich habe mitbekommen, dass der dritte Teil extremst schlecht angekommen sein soll. Aber der zweite auf jeden Fall soll noch auch sehr gut sein. Also gucken wir mal. Wir fangen natürlich an mit diesem ersten Teil. Spielen das Ganze im Einzelspieler. Es gibt auch einen Mehrspielermodus. Und ja, worum geht's im Spiel? Wie gesagt, eigentlich so hauptsächlich ein Puzzler mit so allen möglichen anderen Elementen durcheinander geschmissen. Wir spielen drei Charaktere, eine Diebin, einen Magier und einen Ritter. Und ja, es gibt auch irgendwie eine Story, anhand dessen derer wir uns dann irgendwie einmal kreuz und quer durch diese Welt hier durchschlagen müssen. Ich habe keine Ahnung von der Story. Und ich habe auch keine Ahnung von den ganzen Charakteren und so weiter. Deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht mal mehr so lange. Wir starten einfach mal im Einzelspieler. Ohne Hardcore-Modus bitte, das wäre voll gut. Kampf machen wir auf normal für neue Spieler, das klingt doch super. Wir legen los mit Trine Enchanted Edition und ich hoffe, ihr werdet ganz viel Spaß haben mit dem Let's Play. Und schauen wir mal in die Story. In einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang währen. Der alte König verstarb und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Hat leicht die Game of Thrones Vibes. Der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich und es war schon bald herrenlos. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Ah ja, das klingt doch auf jeden Fall schon mal nach einer sehr interessanten Story, nach einer sehr interessanten Aufmachung. Wir spielen also zuerst die Diebin. Alles war perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. Aha, ich habe irgendwie so eine Art Enterhaken. Okay. Ja, ich habe keinen Doppelsprung, habe ich gerade festgestellt. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass ich einen Doppelsprung habe, ich weiß auch nicht wieso. Also grafisch schon mal sehr schön das Ganze. Ich möchte eine Sache ganz kurz machen und zwar möchte ich mal die Stimmen etwas lauter machen. Wo bin ich da nur reingeraten? Geil. Denn die sind mir ein bisschen zu leise. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, so ist es besser. So. Ja, geil. Was haben wir hier? Erfahrung. 1 von 50. Okay. Ich finde es ja schon mal schön, dass da unten kein Tod war, sondern dass ich da einfach weiterlaufen konnte. So, kann ich irgendwie runter? Nein, okay. Aha. Interessant, dass mir jetzt erst erklärt, wie ich den Enterhaken benutze, ne? Obwohl ich ihn eigentlich hier vorne schon. Naja, egal. Will ich hier hoch? Oh, Moment, das will ich haben. Ich denke nicht, dass wir 100% spielen werden, weil das wahrscheinlich relativ kreuz und quer relativ viel Kram hier geben dürfte.
Aber ich probiere natürlich trotzdem alles mitzunehmen, was ich so finde. Zusätzliche Spieler können beitreten, wenn sie ihren Controller Start drücken. Ja, das ist richtig, aber ich habe keine zusätzlichen Spieler, also... Das habe ich nicht gesehen. Alter, warte mal, was ist das? War gerade ein Tipp. Kann ich da nochmal... Halte nach oben, nach unten drücken, das Seil aufzuwickeln. Ah, das ist geil. Okay, sehr gut, sehr gut. Warte mal, da drüben kann ich mich aber auch festhalten. Warum? Kann ich hier hoch eventuell? Ich denke, es wird in dem Spiel einige Secrets geben, die ich auch bestimmt nicht alle finden werde. Aber naja, schießt mit dem Bogen. Oh. Mit dem Stick schießt man mit dem Bogen. Das ist ja interessant. Da kann ich mich nicht dran festhalten. Scheiße. Dann habe ich, glaube ich, schon das erste verkackt. Ich hätte es nicht schießen dürfen. Ich hätte zuallererst, ja. Der Enter greift nur Felsen und Oberflächen. Ja, scheiße. Ich habe schon verschissen, Leute. Ja, weil da komme ich nämlich jetzt nicht mehr ran. Ich hätte zuerst auf die Hand drauf gemusst, wahrscheinlich irgendwie. Der sanfte Mond lächelte die Dieben an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Oh, oder warte. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins, unbeschadet einzutreten. Ha! Geil! Okay, Leute, das Spiel macht Bock. Ich habe jetzt schon richtig Bock. Und ich finde es auch ziemlich cool, dass der Erzähler hier quasi während dem Gameplay immer noch so das Ganze untermalt, während wir das spielen. Das ist ziemlich, ziemlich nice gemacht. Alter Vater. Gut, Let's Play beendet, Leute. Ich habe alles, was ich wollte. Wir sind dann durch für heute. Ich habe ihn. Crazy. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Ja. Ich muss entkommen. Das ist eine verdammt gute Idee. Und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Was? Was ist das denn für ein Typ, Alter? Wegen Cursor auf ein Objekt. Achso, war das sowas hier? Ah, okay. Okay, okay, okay. Also der Zauberer ist mir schon direkt sehr sympathisch. Oder so in der Art. What the fuck, Mann. Okay. Der wird sich bestimmt freuen, wenn er auf die Diebin trifft. So. Okay, die wird es mir bisher vom Gameplay schon ein bisschen sympathischer als der Zauberer, muss ich zugeben. Oh. Warte mal. Wobei das hier schon ganz cool ist. Na komm, weiter damit. Auf. Jawoll. Ah, nicht so weit. Ah, Alter. Mana-Trank. Oh. Oh, habe ich nicht unendlich Energie. Oh, warte mal. Habe ich nicht unendlich Energie? Ich habe gar nicht drauf geachtet, oben auf diese blaue Leiste. Das Rote werden unsere Leben sein, I guess. Das Blaue. Könnte was mit der Magie hier zu tun haben, aber es scheint nicht weniger zu werden, deswegen. Zieh ein Quadrat und lass los. Ja, aber fast ein Quadrat nehme ich mal an, ne? Ausreichend quadratisch. Wie viele davon kann ich machen? Mehrere? Ah, nee. Okay, immer nur eine. Schade. Ah, und doch, doch, die Energie wird deutlich weniger, merke ich. Okay. Wait, da oben ist noch was. Ah, ich weiß, wie ich das machen muss. Jetzt kann ich den hier hochholen. Ja, Mann. Okay, ein bisschen schade, dass man nicht laufen kann, während man die Energie nutzt, weil tatsächlich... die Magie nutzt. Weil tatsächlich, Was? Was war das denn? Hä? Wieso ist die so klein? Was? Gib mir eine große.
Tatsächlich, wenn man den hier greift, ist es egal, ob man das mit linker oder rechter Schulter das macht. Und es ist auch egal, ob man mit linken oder rechten Stick dann steuert. Das macht beides dasselbe. Ah, nee, stimmt gar nicht. Der linke Stick dreht und der rechte Stick bewegt. Okay, toll. Da komme ich aber doch jetzt nicht hoch, oder? Doch! Oh mein Gott, der springt aber schon hoch, der Kerl. Die Diebin springt nicht so hoch, oder? Ah, da ist noch was. Okay, wait. Wait a second. Ich weiß genau, wie wir es machen müssen. Ich gehe hier drauf. Schnapp mir den. Und baller den hier drauf. Ja, Mann. Und dann jump! Nee. Okay, eventuell. Ja, das war jetzt fail. Ich glaube, das ist leichter, wenn man es mit Maus und Tastatur spielt. Oh, shit. Das ist nicht so einfach. Ach, lol! Ich kann auch einfach das ganze Ding hochheben. Ja, gut. Dann, ja, macht es ein bisschen einfacher. Lull. Ach, und der ist jetzt auch hier? Bei der Diebin? Ah, ah. Ja, ich glaube, mit Maus und Tastatur ist sowas einfacher hier. Aber ich spiele das jetzt mit Controller, weil ich einfach Spiele gerne mit Controller spiele. Oh ja. Oh ja. Hi. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Dieser Zauberer, das ist ein richtiger Lustbold. Er berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Das wird dann wohl der Ritter sein. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Okay, also der Kollege ist ein bisschen dumm, aber stark. Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Hm. Okay, ich kann sowohl mit X als auch mit R mit der Schultertaste schlagen und es macht scheinbar keinen Unterschied. Dann werde ich wahrscheinlich mit der Schultertaste spielen. Weil ich das irgendwie angenehmer finde. Okay. Die Erfahrung ist übrigens scheinbar über alle Charaktere hinweg gleich. Ja, okay. Aber wie komme ich jetzt an den da noch dran? Lol. Nice. Ja, sehr cool, sehr cool. Kann ich das hier auch runterholen? Nee. Oh, da bekommen wir die erste Gefahr. Kann ich mein Schild irgendwie nutzen? Hm, scheinbar nicht. Oh, doch. Okay. Kann man... Ja, man kann dann zielen. Ah, das ist cool. Dann zielen wir noch da oben. Nee, nicht ganz so stark. Ja, doch. Oh nein! Oh, fuck! Aua. Errungenschaft, Akademiemeister. Okay. Wahrscheinlich, weil ich alle Erfahrungstränke in der Akademie der gesammelt habe. Der Ritter sah ein schwaches Licht vom uralten Schrein kommen. Könnte da etwa ein Dieb sein? War dies der Ehrentag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts könnte ihm den Weg versperren. Okay. Was ist hier los? Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Der Schatz, der antike Gegenstand, war etwas,
das Seelen miteinander verbinden konnte. Wie es funktionierte, wusste er nicht. Aber er wusste, dass es mit der Legende des Hüters, dessen sterbliche Überreste in den Katakomben tief unter der Astralakademie begraben wurden, zusammenhing. Das Grab befand sich direkt unter dem Schrein. Der Zauberer konnte es nicht erklären, aber er war sich sicher, dass der Gegenstand Trine genannt wurde. Dem Ritter war es egal. Ein dringenderes Anliegen lag ihm auf der Seele. Geil. Es ist ihre Schuld. Wir müssen sie in Verwahrung nehmen. Sie hat den Schatz des Königs gestohlen. Hast du ein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe? Es ist kein Schatz. Es ist ein antiker Gegenstand, der Trine. Ich glaube, er hat unsere Seelen verbunden. Wir kleben zusammen. Aber sie... Die Diebin schwieg. Sie wartete auf den rechten Moment zur Flucht. Hoffentlich mit Schatz und ohne die beiden Narren. Ich denke, ich weiß, wie wir das Gerät zu unseren Gunsten nutzen können. Das Gerät? Was für ein Gerät? Okay, geil. Oh, da sind die ersten Gegner. Oh, der kommt hier hoch. Oh, stimmt, da hab ich nicht gerechnet. Gib mir den. Oh mein Gott. Den Ritter. Alter. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Die sind ganz schön flott unterwegs, die Kerle. Ich dachte, ich wäre da oben sicher. Eher nicht offensichtlich. Okay, Leute. Das wird offensichtlich auch ein bisschen actionreich hier. Ich sag ja, Action-Puzzler mit Jump'n'Run und RPG-Elementen. Das ist wild. Da geht's nicht lang? Nein? Okay, wofür ist denn dieser komische Klotz? Warte mal, kann ich den hier oben in diese Blume irgendwas dort machen? Nein. Okay, aber ich nehme das mal mit, glaube ich. Weiß nicht, ob ich das mal gebrauchen kann. Oh, warte. Ah! Ach, da war schon Erfahrung dahinter. Okay, perfekt. Okay, dann möchte ich ganz gerne mal... Ah, das möchte ich nicht. Das da runterholen. Oh, ich höre schon wieder einen Gegner, glaube ich. Gut, die Diebin hat ja auch Pfeil und Bogen, also zur Not. Okay, das ist nicht so wirklich effektiv. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil die einfach zu viel, Zeit brauchen, kalt zu machen. Ups. Okay, ich werde noch ein paar Mal mit der Steuerung wahrscheinlich ganz schön durcheinander kommen. Weil so einfach ist die scheinbar nicht. Oh, hi. Was kann ich? Die machen mir keine Angst. Oder auch nicht. Na gut. Oh, was? Hä? Von wo? Was hat mich verletzt? Hä? Was hat mich gerade verletzt? Okay. Ah, oder unten. Moment. Dann nehmen wir mal die Kollegin hier. Die kann sich da dranhängen. Das macht bisher richtig Spaß, so mit den einzelnen Charakteren immer das zu machen, was man gerade, das zu nehmen, was man gerade am besten nutzen kann. Ist das hier ein Speicherpunkt, dieses Portal? Wahrscheinlich, ne? Okay, Moment. Hier mal. Das hier. Jawoll. Okay. Wo bin ich da nur reingeraten? Wir müssen nun nach einem Weg suchen, den Zauber umzukehren, um die Magie zu widerrufen. Das Grab des Hüters in den Katakomben hat vielleicht die Antwort. Au! Es ist nicht weit entfernt. Sau. Oh, man kriegt auch Erfahrung dafür, Gegner zu besiegen, scheinbar. Okay. Warum ist hier so ein Klotz? Man weiß es nicht so genau. Oh, was haben wir denn da? Ha! Oh, keine Ahnung, was das ist, aber ich finde es interessant. Shit, was ist los? Oh, die Leben sind aber übrigens für jeden Charakter einzeln, fällt mir gerade auf. Wintergeheimnis. Das heißt, wenn der Ritter aufs Maul bekommt, dann kriegt der Rest nicht aufs Maul. Das heißt, falls es Lebenswiederherstellungsdinger gibt, muss ich auch gucken, dass ich die mit den richtigen Charakteren dann einsammle. Interessant! Scheiße. Scheiße! Das war jetzt nicht so gut. Mana-Trank, ja gut, okay, ich habe noch keine Mana verbraucht. Okay. Ist dort noch irgendwas? Nö. Oh, na großartig. Au!
Oh, ich habe einen Gesundheitstrank aufgenommen. Ich weiß nicht, wo der herkam, aber ich habe einen bekommen scheinbar. Das ist gut. Ah, nee, der gilt für alle. Der gilt für alle. Weil die Diebe ist auch wieder geheilt. Okay, das ist gut. Oh, was ist denn Scheiß? Ah. Shit. Ah! Wenn man voll durchzieht, dann ist es ein One-Hit. Gut zu wissen. Guck mal an. Was haben wir denn da? Also, bisher grafisch sehr geil, Soundtrack nice, Story interessant und oh mein Gott! Und ich fucking unfähig. Das könnte ein gutes Let's Play werden, Leute. Ach du Scheiße. Good to not! Na, komm hoch. Ah, die Diebin kann sich während dem Zielen bewegen. Das ist gut. Kann ich da oben durchschießen? Ha, nein. Na komm. Hä? Ah, der steht auf mir! Was? Was war das denn wieder? Oh boy. Okay, die Physik ist manchmal ein bisschen interessant. Apropos Physik, die Rätsel in diesem Spiel werden wohl meistens physikbasiert sein. Ach du Kacke. Das könnte also noch echt interessant werden hier. Oh. We don't want to do that. We don't want to do that. Danke. Ah, die Bogenschützen halten einfach weniger aus als die normalen Gegner. Das ist es. Hey! Zurück dahin, wo du hergekommen bist. Nichts gibt's. Die Steuerung ist echt interessant mit dem Stick blocken und so weiter, aber es funktioniert erstaunlich gut, muss man sagen. So, wofür ist das jetzt hier wieder? Was? Moment, was? Hat er sich gerade selbst umgebracht, indem er auf dieses Ding geschossen hat? The fuck? Okay, cool. Ist da unten noch was? Da könnte was sein, ne? Da könnte auch der Tod sein. Ich glaube, da ist der Tod. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier nochmal rauskomme. Scheiße. Ah. Fuck me, Alter. Okay. Ich glaube, da ist nur der Tod. Ich möchte halt nichts verpassen eigentlich im ersten Level, ne? Das Spiel hat übrigens auch 2018 eine Switch-Version bekommen. Das heißt, falls ihr es on the go spielen wollt. Oh, was ist denn da oben? Dann könnt ihr das. Warte mal, ich brauche mal. Oder Moment. Ah ja. Okay. Ah, Moment. Dann kann ich aber von hier einfach. Ja. Nice. Ja, das heißt, falls ihr das nur Go spielen wollt, könnt ihr das. Ey! Du Sau. Ja toll, jetzt stehe ich im Weg. So. Ah! Mann! Es kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Ich hab's gleich. So. Jetzt. Okay, ich könnte jetzt hier den hier machen, aber ich könnte auch den Zauberer nehmen. Ach, naja, warum einfach, wenn es auch schwierig geht. War da unten noch was? Okay, Moment. Wenn ich jetzt gerade schon. Ne, Moment, andersrum. So. Ach, wir weg damit. Oh. Ah, okay. Egal. Ich guck nochmal ganz kurz, ob hier unten noch was war. Nein. Okay, weil jetzt kann ich mich ja hiermit einfach wieder hoch befördern. Wenn ich es irgendwann mal schaffe. Dankeschön. Jawohl. Okay. Habe ich den Satz mit der Switch jetzt beendet? Ach, keine Ahnung. Ihr habt verstanden, was ich sagen wollte, ne? Das gibt's auch auf der Switch jetzt, das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob den zweiten Teil auch, nur den ersten. Bin mir gar nicht ganz sicher. Ah, und das hier ist doch prädestiniert für den Kollegen. Jawohl. Oh, warte mal. Achtung. Haha, ich wusste, dass das geht. Geil. Komm runter. Oh, oh, oh. Oh, schade. Okay, geht sowieso. Ich wollte ihn eigentlich einfach in die Flammen reintragen. Kann man die zerstören, die Dinger? Nee. Weil der Gegner konnte das Ding zerschießen, oder?
Oh, fuck me. Ja, das war jetzt nicht so gut. Oh mein Gott. Oh! Ich bin halt jetzt im ersten Level gestorben. Cool. Cool, 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 cool. Das war... Ja. Okay, da geht's weiter scheinbar. Was ist denn hier? Oh, sag mir nicht, dass ich den Ritter gebraucht hätte. Kann ich ihn irgendwie wiederbeleben? Ja, scheiße. Ich kann hier genau gar nichts machen. Ah, shit, Digga. Ich glaube, ich hätte den Ritter gebraucht. Und ich weiß, wofür diese Kiste da ist. Dafür. Obviously. Das, oh Mann. Das ist so eine Scheiße. Aber warte mal kurz. Was wäre, wenn ich den hier mache? Ach, Scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich verkackt. Ja, probably. Ja, okay. Ich glaube, da komme ich nicht mehr ran. Nee. Scheiße. Aber wie macht man das hier kaputt? Ja, mit dem Ritter wahrscheinlich, ne? Also sollte ich die Möglichkeit bekommen, den Ritter wiederzubeleben, gucke ich nochmal, wo ich da nochmal hingehe. Aber... Oh! Oh, da ist er wieder! Er lebt wieder! Komme ich nochmal zurück? Ja, schon, oder? Hä? Das ist doch Holz! Wieso kann ich mich daran nicht festhalten? Okay. Eigentlich müsste ich mich daran festhalten dürfen, denke ich. Aber egal. Könnte ich mal am Arsch lecken. So. Na, ah, ne, ich spiele mal lieber nicht den Ritter. Okay, so, jetzt, Ritter. Hä, auch nicht? Brauche ich hier für eine Fähigkeit, die ich erst später noch bekomme? Ach, das ist ja wieder blöd. Das fühle ich ja wieder nicht so. Oh, oder warte. Eventuell habe ich eine Idee. Nee, so schief kann ich nicht schießen, oder? Ich dachte, vielleicht das Feuer... Er hat sich umgedreht. Ich wollte eigentlich mein Schild bewegen. Ich dachte eventuell mit dem Feuer da eventuell einfach so das darüber leiten, ne? Aber... Scheinbar nicht. Ah, man kann hier immer wieder wiederbeleben. Oh, das ist cool. Okay. Danke, dass wir darüber geredet haben. Cool. Cool, 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 cool. Ah! Ah! Das wird ein lustiges Let's Play. Ach, komm schon! Oh mein fucking Gott, ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch, ich bin so am Arsch, ich bin so am Arsch, ich bin so am Arsch! Kann ich Bogen schießen während ich... Nein. Alter, scheiße, Mann! Okay, Moment. Wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt ein bisschen smarter. Nein, Kamera. Wir machen das jetzt ein bisschen smarter. Wir machen jetzt hier oben so eine Kiste. So. Okay, und jetzt... Hier hoch. So, scheiße, jetzt komme ich aber nicht an diesen Trank daran. Ich will diesen scheiß Trank! Ich habe halt auch richtig beschissen, dass ich den da so in die Ecke geschoben habe, ne? Okay, den Hit war es mir wert. So, jetzt stehe ich wieder im Weg, toll. Oh, da ist ein Herzcontainer oder sowas in der Art. Ein Gesundheitstrank. Okay, warte. Alter. Viereck oder so, ja. Okay, Moment. Yes! Yes! Danke! Okay. Puh. Das Spiel ist nicht so einfach offensichtlich, ne? Also, ich meine, ja, ich bin auch einfach maximal dumm, aber... Au! Aber es ist auch nicht so einfach, okay? Es ist auch nicht so einfach. Oh, fuck.
Sie mögen es nicht, dass wir hier sind. Nein, offensichtlich nicht. Bleib unten. Ich sagte, bleib unten! Okay. Da unten ist noch ein Trank. Oh, ne, und eine Truhe. Komm ich da durch? Ja, warte. Hä, kann ich nicht? Dieses Rad. Kann ich dieses Rad nicht beeinflussen? Hä? Ah. Okay, jetzt steht's zwar, aber ich komme halt hier trotzdem nicht durch. Hä? Okay, dann geht's doch vielleicht erst später weiter, ja. Bin ich vielleicht hier unten irgendwie? Oh, das ist offensichtlich zu schwer, ich kann das nicht beeinflussen. Ah, so rum geht's aber. Okay. Interesting. Oh, ich kann nicht durch die Kette durch. Ja lol, das ist natürlich... That's a thing. Dann machen wir das so. Da ist nichts mehr. Ah, fuck. So, hallo? Hallo? Ey, hallo! Sag mal. So, okay. Nicht zerstampfen lassen, bitte. Oh, oh! Da werde ich hoch. Nice, mir fehlen noch 5 Erfahrungstränke, Leute. Einer davon ist da unten. Ich möchte schon an den ran, eigentlich. Ah, ja, von hier komme ich da ran. Right? Right. Sehr gut. So, was ist in dieser Truhe? Aha, das sieht sehr schön aus. Wahrscheinlich ist diese Reise nicht umsonst. Lasst uns eine Vereinbarung treffen. Ich werde euch dabei helfen zu finden, was ihr sucht. Dafür bekomme ich den ganzen Schmuck. Ich muss gestehen, die Kette sieht an dir sehr gut aus. Es ist abgemacht. Hauptmann Bierhardt würde das nicht billigen. Gut, dass der nicht hier ist. LOL, der hat seinen eigenen Freund geschlagen. Au! Oh mein Gott! Oh. Oh. Holy shit. Lass den Scheiß. Oh boy. Alter, die Kämpfe? Die nehme ich ganz schön ran. Okay. Mana-Trank, das ist schön. Will ich da hoch oder sterbe ich da? Okay, wieder noch. Ich will nicht da hoch, aber ich sterbe da auch nicht. Hey! Ich will da... Danke. So, denn das hier will ich noch mitnehmen. Nein! Ah! Noch einen! Leute, noch einen einzigen! Der ist doch da unten, oder? Ist der da unten? Der ist nicht da unten. Okay. Moment. Diesmal machen wir das Ganze ein bisschen klüger. So, du hältst das Maul. Und du auch. So. War da oben noch irgendwas, da oben links? Ich glaube nicht. Aber hier oben links ist was. Nee, hier oben rechts ist was. Nevermind. Und das ist der letzte. Levelaufstieg. Fertigkeitenpunkte. Ah, ja. Okay. Der Zauberer kann eine Kiste in die Welt hineinzaubern. Lässt sich die Größe jeder Kiste verändern. Durch den Zauberfunk fällt der Zauberer von seinem Mana. Hä, haben wir doch schon. Achso, nächste Stufe, da unten. Erlaubt dem Zauberer 2 gleichzeitig in die Kisten. Das ist gut. Der Bogen schießt 2 Felder gleichzeitig. Auch gut. Gibt dem Ritter eine 5% Chance, Gegner schwer zu treffen und 3-fachen Schaden zu verursachen. Das brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir erstmal nicht, glaube ich. Bogen oder Kiste? Ich würde erstmal für die Kiste gehen. Weil die uns aktuell wahrscheinlich eher mal mehr hilft, weiterzukommen. Ja, sehr geil. Dann haben wir im ersten Part sogar noch ein Level abbekommen. Warte mal, hä? Hier sind ja noch mehr Tränke. Ach so, ich dachte, diese 50 wäre quasi die Grenze von dem Level. Aber nein. Das ist einfach die Grenze, die wir zum nächsten Level abbrauchen. Ach so. Oh.
Ja gut, dann kann es ja sein, dass ich doch schon was verpasst habe. Shit. Well. That sucks. Oh boy. Lass den Scheiß. Alter, richtig schön durchgeschnetzelt. Jawoll. Sauber. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich weiß nicht, wie lange das Level drin ist, deswegen an dieser Stelle beenden wir den ersten Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich glaube, das Spiel wird richtig, richtig geil. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.